Hallo YouTube und willkommen zurück zu Transocean 2. Wir sind mit der Scarlet, unserem Mini-Tanker, in Felixstowe. Und haben hier einen super Auftrag nach Dublin. Eine Eintagestour, 12 Millionen. Wahnsinn. Wir können uns schon wieder gleich das nächste Riesentankschiff kaufen, weil wir hier mit der Betty 34,4 Millionen eingenommen haben. Von der Fahrt von Los Angeles nach Manzanillo. Unglaubliche Summen hier. Und ihr seht ja, was hier los ist an der Westküste Amerikas. Aufträge hier von 10 Millionen für einen Auftrag. Keine Seltenheit. Ist unglaublich. Jetzt können wir schon wieder zurückfahren nach Vancouver. Das sind 5 Tage allerdings. Dann nehmen wir die 3 Großen mit. Schon wieder 30 Millionen. Für 1 Million müssen wir tanken. Aber das lohnt sich, ja? Und die Adonis, die Jungfernfahrt, hat auch über 20 Millionen eingebracht. Also, jetzt mit den Riesentankern, das geht rasend schnell jetzt. Ich glaube, wir können mit 147 Millionen den nächsten Tankdampfer, muss man schon sagen, kaufen. Nehmen wir mal die Aufträge nach Italien an, dann Richtung Valencia. Dann pausieren wir mal, dann gehen wir nach Italien. Da gehört uns ja die Werft. Da sparen wir nochmal richtig Geld. Klasse 3 Schiff. 1,3 Millionen und 125.000. Oder hier 1,3 Millionen und 186.000. 55% Zustand. Das sollte für den Rest der Kampagne eigentlich reichen. Kosteten sogar nur 121 Millionen. Und das ist der Champion. Und Boyle ist übrigens schon wieder ins Schiff gesunken. Müsste schon das zweite sein in dieser Folge. Wir sind in Italien und ja, diese Jungfernfahrt ist jetzt nicht ganz so ertragreich wie die letzten. Aber 10 Millionen haben oder nicht haben. Die Normandie 1,7 Millionen. Hat aber noch massenweise Aufträge nach Valencia. Da können wir noch einen mitnehmen. Dann sind wir voll. Die Achilles bringt Punkte in Europa Nord. Mal tanken und dann oh, gibt es wieder keine Aufträge in Helsinki. Also fahren wir mit der Achilles wieder zurück nach St. Petersburg. Machen eine Leerfahrt.
Die Voyager. Über 4 Millionen eingebracht. Aber auch da wollten wir nur Regionspunkte sammeln. Gab aber keine mehr. Dann fahren wir jetzt nach Valencia. Dann fahren wir nach Europa Süd. Das sind 13 Punkte. Das lohnt doch. Die Horizon. Das letzte Schiff hier, was in den USA unterwegs ist. Die anderen fahren alle bis auf Betty in Europa rum. Hier gibt es ja gute Aufträge nach Havanna. 6 Millionen für den Minitanker. Sehr gut. Die Achilles. Ohne Auftrag nach St. Petersburg. Dann fahren wir nach Bergen. Das gehört zu Europa Nord. Die Yamato. 6,8 Millionen. Und das ist ein großer Klasse 1 Tanker. Unter 20%. Da sollten wir jetzt mal reparieren. Aber da machen wir nicht so viel. Machen wir so 4 Tage Reparatur auf 45%. Das reicht. Dann bekommt Mumbai nur 600.000. Und jetzt kauft Mumbai gerade ein Schiff. Hat wohl gerade die 600.000, die ich bezahlt habe, haben wohl gefehlt. Die Cranberry, 5,5 Millionen. St. Petersburg. Wir könnten nach Stockholm. Ja, 9 Millionen und 3 Punkte. Die Athena ist auch in St. Petersburg und die hat so viele Regionspunkte jetzt eingebracht. Jetzt können wir die nächste Zweigstelle kaufen. Wunderbar. Erstmal tanken wir. Dann können wir nach Rotterdam. Ja, immerhin 10 Millionen. Und dann kaufen wir uns jetzt die nächste Zweigstelle in Europa Nord. Dann kaufen wir uns jetzt mal die Werft, damit bei jedem Schiffkauf wir da auch beteiligt werden. So, jetzt will ich mal gucken. Jetzt habe ich ja... Ja, wunderbar. Jetzt ist hier Europa Nord eingefärbt in meine Farbe. Jetzt bin ich hier... Ja, die Mehrheit. Ja, super. Jetzt müssten wir hier... Jawohl, Regionsmehrheit in Europa.
Aber Ziel 2 werden wir jetzt nicht mehr erreichen. Schade auch. Naja. Die Silbermedaille haben wir. Jetzt können wir uns eigentlich mal schnell durchklicken. Nicht, dass das Let's Play hier so in die Länge gezogen wird. Und dann können wir mal ein paar längere Touren machen. Die Titania will nach Hamburg. Keine Aufträge, die wir mitnehmen können. Dann fahren wir so dahin. Die Scarlet, 11 Millionen. Das war der eine Mini-Auftrag. Mit unseren Mini-Tanker solche Einnahmen. Dann fahren wir nach St. Petersburg, sind 6 Tage. Die Raffinerie in Nuuk wurde gekauft. Und Beuel hat sich die Mehrheit in Nordamerika Ost geschnappt. Ich weiß aber nicht, was hat man jetzt an Vorteile, wenn man eine Mehrheit hat? Gibt es da nochmal besondere Begünstigungen oder wurde irgendwie nicht erklärt? Naja. Vielleicht finden wir das ja noch raus. 5,9 Millionen von der Horizon. Die auch bald sinken wird. Da lohnt sich das auch nicht zu reparieren bei dem Mini-Tanker hier. Fahren wir nach New York. Und Spectre bringt die Regionspunkte, die wir für Europa Süd brauchen. Ja, dann gucken wir doch gleich mal. Upgrade, Reparatur oder Schlepperreederei? Wir können ja jetzt mal die Schlepperreederei nehmen. Gerade in der Türkei, wo das so schweineteuer ist. Ja, dann kaufen wir die doch mal. Die Schlepperreederei in Ambali Limani wurde gekauft. Und jetzt haben wir auch die Mehrheit in Europa Süd. Ja, beides fast zeitgleich. Hervorragend. In Valencia sind wir. Können wir ja gleich mal nach Limani fahren mit dem Riesenschiff. Mal sehen, was die Schleppergebühren da jetzt sagen. Und die Frieda. 18 Millionen. Wir sind ja auch in Valencia gerade. Alle Schiffe gerade in Valencia. Und dann können wir hier nach Italien fahren für 18 Millionen und noch einen kleinen Auftrag obendrauf. Wahnsinn.
8,4 Millionen von Adonis. Valencia haben wir noch einen Auftrag. Wir können ja weiterfahren nach St. Petersburg. 10 Millionen, da haben wir noch massig Zeit. Dann machen wir einen Zwischenstopp in Rotterdam und in Le Havre. Ja, eine schöne Tour, sind schon mal 30 Millionen. Das Geld sprudelt hier, das ist unglaublich. Und der Champion mit seiner Jungfernfahrt, 8,8 Millionen. Wir sind in der Türkei und hier gibt es null gute Aufträge. Die kürzeste Tour hier, 2 Tage und danach schon eine 13-Tages-Tour. Und die Normandie ist mit über 25 Millionen in Valencia eingelaufen und das ist ein schöner Abschluss hier für diese Folge. Wir haben jetzt schon viel erreicht. Die Silbermedaille haben wir sicher. Gold werden wir nicht mehr bekommen. Jetzt geht es nur noch darum, hier mal ein bisschen so zu Ende zu spielen. Und das machen wir dann in den nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.